Einen Mordshunger haben die Waschbärenbabys Heidi und Harald. Zum Glück, denn ihre beiden Geschwister haben die Aufzucht im fremden München nicht überlebt. Ziehmama Viviana ist Tierärztin. Sie weiß, wie man die kleinen Buzerl großzieht und lebt jetzt mit den Waschbären zusammen. Also eigentlich schlimmer als Menschenbabys, finde ich. Ich kann es beurteilen. Sie machen halt den ganzen Tag jetzt, ab dem Moment, wo sie schon so mobil sind und in der ganzen Wohnung rumlaufen wollen, machen sie wirklich nur Mist und kriegen auch mit ihren Fingern ja so viel, was andere Wildtiere gar nicht hinkriegen, durcheinander. Sie klettern in Regale, sie räumen die Bücher aus, sie kriegen jede Schublade auf, sie kriegen jeden Reißverschluss auf. Sie wollen bespielt und bespaßt werden. Das Muttertier befindet sich unter dieser Wurzel, ist verschüchtert und scheu. Da es nach dem Öffnen des Containers floh und erst nach einigen Tagen wiedergefunden wurde, kann sie die Jungen nicht mehr selbst versorgen, da sie keine Milch mehr gibt. Eigentlich hätte die Mutter der Jungen erschossen werden müssen. Dank Markus Baur von der Reptilienauffangstation lebt sie, muss aber in Gefangenschaft bleiben, da die Auswilderung verboten ist. Ich habe da am Anfang ein bisschen Bauchweh damit gehabt, weil es ja doch ein wildlebendes, erwachsenes Tier ist, das Gefangenschaft und Menschen nicht kennt. Sie kommt aber relativ gut klar damit, muss ich sagen. Sie ist halt scheu, sie will keinerlei Kontakt zu Menschen. Dagegen sind Heidi und Harald Menschen gewohnt und werden jeden Tag verwöhnt, gerade weil sie laut EU-Gesetz nicht ausgewildert werden dürfen, entgegen sonstiger Wildtiere, die von Menschenhand großgezogen werden. Da versuchen wir schon, sie möglichst wenig mit Menschen in Kontakt zu bringen und nicht so eine enge Bindung aufzubauen. Und das macht dann sicher auch vielen Leuten nicht so viel Spaß. Außerdem kann man halt auch wahnsinnig viel falsch machen. Also man muss es sich schon wirklich sehr gut schulen lassen, wenn man das in Angriff nehmen möchte. Wir sind froh um neue Pflegestellen, aber die haben dann einiges an Einweisungen zu erwarten. Ursprünglich leben Waschbären in Nord- und Mittelamerika. Doch schon seit den 1930er Jahren gibt es sie in Hessen. Da sind 6 Paare freigelassen worden, weil die Jägerschaft einfach Pelztiere haben wollte. Und parallel dazu gab es wieder Pelztiere, nämlich auf Farmen, vor allem im Großraum Berlin, wo Tiere ausgebrochen sind, aber auch befreit worden sind immer wieder. Und aus denen haben sich doch einige hunderttausend kopfstarke Populationen entwickelt, die jetzt unter Kontrolle gehalten wird mittels Jagd. Markus Baur fordert die Wildhüter auf, den Mutter- und Jungtierschutz einzuhalten und auch Klarheit darüber, wie etwa mit Waschbären auf legalem Wege gearbeitet werden kann. Hier in diesem sicheren und naturnahen Gehege werden übrigens Heidi und Harald leben, sobald sie selbstständig feste Nahrung aufnehmen können.